Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Hearthstone Heroes of Warcraft. In dieser Aufnahmesession kümmern wir uns um die mittlerweile siebte Klasse von Hearthstone, nämlich laut dem Questlog, dem Krieger. Eine Klasse, die ich eine Zeit lang echt gerne gespielt habe, aber momentan, weiß auch nicht. Ich beschäftige mich auf meinem Hauptaccount sowieso nicht mehr so viel mit Hearthstone, aber das wird sich in Zukunft wahrscheinlich wieder etwas ändern. Das erste, was wir wie immer machen, ist, wir schauen uns die Karten an, die wir mit dem Krieger bisher freigespielt haben. Das sind nicht besonders viele. Wir haben insgesamt 6 Karten. Wir haben einmal Hinrichten, eine Ein-Mana-Zauberkarte, die einen feindlichen Diener vernichtet, der bereits verletzt ist. Sie ist eine sehr wichtige Karte und wir werden sie auf jeden Fall ins Deck aufnehmen. Dann haben wir eine Waffe. Man kann gleich im Vorhinein, dass der Krieger sehr viele Waffen hat. Und einige davon sind auch sehr gut. Zum Beispiel die feurige Kriegsaxt. Für 2 Mana legt man eine 3-2 Waffe an. Man kann damit also im Prinzip, 2 2-Drops wegballern. Im besten Fall sogar 3 Drops. Und sie ist damit eine sehr wirkungsvolle Waffe, vor allem im Early Game. Also damit kann man sich schon mal die Board-Kontrolle holen. Dann haben wir den heldenhaften Stoß. 2 Mana verleiht unserem Helden 4 Angriff in diesem Zug. Zusammen mit der vorherigen Kriegsakt zum Beispiel hätte man dann 7 Angriff und könnte was Großes weghauen, wenn man das will. Wie auch immer. Dann haben wir den Stromangriff. Kostet 3 Mana. Verleiht einem befreundeten Diener plus 2 Angriff und Ansturm. Also damit kann man dann zum Beispiel, wenn einem nur noch wenig fehlt, um den Gegner zu besiegen, kann man die Kreatur ausspielen. Hat dann direkt Ansturm und macht sie auch noch stärker und kann dann damit vielleicht sogar den Gegner besiegen. Dann haben wir die Kriegshymnen-Anführerin und das ist eine sehr besondere Karte. Sie kostet 3 Mana und hat 2-3-1 Stats und den Effekt, dass unsere Diener mit Ansturm plus 1 Angriff haben. Diese Karte wurde extremst genervt, weil sie essentieller Bestandteil eines Deck-Archetyps war, nämlich des Grim Patron Warriors, der eine lange Zeit lang die Meta absolut kontrolliert hat. Und diese Kriegsanführerin hatte früher den Effekt, dass Diener, die ausgespielt werden und bis 3 Angriff haben, Ansturm haben. Sie wurde so sehr genervt, dass diese Karte nun absolut nirgendwo mehr ausgespielt wird. Also die wird in keinem bekannten Deck, auch nicht in der Arena, wird die irgendwie gespielt, weil sie so einfach schlecht ist. Ich meine, man kann das jetzt mal vergleichen. Diese Karte kostet 3 Mana. Wir haben hier drüben bei den neutralen Karten den Schlachtzugleiter, der auch 3 Mana kostet, zwar ein Leben weniger hat, aber alle unsere Diener haben plus 1 Angriff mehr. Und nicht nur Diener, die Ansturm haben. Also da kann man schon mal sehen, dass, obwohl das eine Klassenkarte ist und Klassenkarten eigentlich immer stärker sind als neutrale Karten, diese Karte einfach Müll ist. Weil wie viele Kreaturen mit Ansturm gibt es? Nicht besonders viele. Und die Frage ist auch, spielt man die überhaupt? Und deswegen ist diese Karte Müll. Weil selbst der Schlachtzugleiter, der eine neutrale Karte ist, besser ist. Es ist traurig, was aus dieser Karte geworden ist. Aber Blizzard hat halt die Angewohnheit, leider Karten immer so sehr zu nerven, dass sie absolut unspielbar sind. Und nicht irgendwie, dass sie vielleicht nur mit Einschränkungen oder so spielbar sind. Und die Kriegshymnenanführerin ist nun nicht mehr spielbar. Dann haben wir mit 4 Mana die Arati-Waffenschmiedin, die wir interessanterweise in Gold haben. Die hatten wir wohl in einem Pack drin. Hat den Kampfschrei, dass wir eine Waffe mit den Stats 2-2 anlegen. Also eine etwas schwächere, feurige Kriegsaxt. Sie hat die Stats 3-3. Kann man auf jeden Fall für den Anfang auch in unser Deck tun. Das werden wir jetzt auch machen. Wir werden jetzt ein Deck erstellen, so wie wir es bei den anderen Klassen ja auch immer gemacht haben. Wir werden dann nach und nach unsere Karten freispielen. Wir nehmen auf jeden Fall das alles mal 2. Weil wenn, dann wollen wir auch schon die Kriegersachen so ein bisschen zeigen. Die Kriegshymnenanführerin nehme ich jetzt auch mal rein, obwohl sie absolut scheiße ist. Aber vielleicht kann man damit ja irgendwas, vielleicht kann man mit dem Steinhauer-Eber hier irgendwie ein bisschen arbeiten. Vielleicht kann man mit dem Blau-Kiemen-Krieger hier irgendwie ein bisschen arbeiten. Ich bin kein Fan davon, ehrlich gesagt, weil ich habe ja ausgeführt, warum ich die Karte schlecht finde, aber das nützt ja alles nichts.
Das nehmen wir mal für 3 Mana. Dann kann man die nehmen hier. Kann man Yeti mal nehmen. Dann haben wir noch die Kriegshymnenanführerin zweimal. Dann nehmen wir auf dem... Obwohl, hier kann man vielleicht den Wolfsreiter nehmen. Dann nehmen wir das Yeti. Gnomische Erfinderin. Den Schildmeister. Ritter von Sturmwind. Ja, weiß auch nicht. Ich will mir jetzt auch nicht wirklich hier so ein Ansturmdeck aufbauen. Nuglas Champion könnte man eigentlich auch mal reinnehmen. Das ist ja eine Karte aus dem neuen Set, will ich euch einfach mal zeigen. Ogre. Champion von Stormwind. Vielleicht für 5 Mana noch irgendwas. Ja, das ist in Ordnung so. So machen wir es. Ja. Wie bei den anderen Spielen auch, kämpfen wir erstmal gegen die KI. Und hoffen wir, dass wir einigermaßen überleben können. Zum Thema Heldenfähigkeit des Kriegers. Der hat eine sehr besondere Heldenfähigkeit. Ich werde gleich nochmal ausführen, warum diese so besonders ist. Und nicht besonders im Sinne von besser, sondern besonders im Sinne von, die macht etwas ganz anders als die anderen Heldenfähigkeiten der anderen Helden. Wir kämpfen gegen Jaina. Ja, das sind alles Karten, die wir jetzt nicht auf der Hand haben wollen. Kriegshymnen-Anführerin ist ohne Wenn und Aber die schlechteste, der schlechteste 3-Drop in unserem Deck. Jetzt haben wir natürlich noch schlechtere Karten. Ja, unsere Heldenfähigkeit ist, dass wir 2 Rüstungen bekommen. Was Rüstung ist, habe ich euch ja schon erklärt, das wisst ihr bereits. Und vielleicht mag dem einen oder anderen von euch jetzt auch schon auffallen, was das bedeutet. Denn alle anderen Heldenfähigkeiten, die tun irgendwas auf dem Board. Die generieren entweder Tempo für uns, der Magier kann Ping, der Jäger kann Face Damage machen. Wobei die Heldenfähigkeit des Jägers vielleicht, das ist auch noch so eine Sache, also... aber er macht auf jeden Fall Face Damage, der Schamane holt sich ein Totem, der Schurke holt sich eine Waffe, der Priester kann sich selbst heilen oder eine Kreatur auf dem Feld, was halt auch Tempo generiert. Welche Klasse hatten wir noch nicht? Der Druide gibt sich selbst einen Angriff und eine Rüstung. Damit hatten wir, glaube ich, alle. Bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall, was der Krieger tut, ist, er gibt sich einfach selbst 2 Rüstungen. Das macht aber nichts. Das macht nichts, außer ihm 2 Rüstungen geben. Das ist wahrscheinlich Spiegelgestalt. Ärgerlich. Also, wir gewinnen dadurch keinen Vorteil. Wir halten halt ein bisschen mehr aus, aber im Zweifelsfall macht das nichts aus. Wenn wir nicht in der Lage sind, auf dem Board mitzuhalten. Und das können wir mit dieser Heldenfähigkeit eigentlich nicht so gut. Und deswegen, ist es so, dass es beim Control Warrior zum Beispiel darum geht, besonders viele Rüstungen aufzubauen, um eben dann im Endgame dem Gegner mit Legendaries oder starken Kreaturen halt aufs Maul zu geben. Was machen wir denn hier jetzt mal am besten? Ja. Genau, den Hexenmeister hatte ich noch vergessen. Der macht halt, dass man eine Karte zieht. Das klingt jetzt zwar so, als würde das auf dem Feld nicht besonders viel sich auswirken, aber wir gewinnen Tempo dadurch, dass wir eine weitere Karte auf der Hand haben und im Zweifelsfall ist es echt viel wert. Und das schafft der Krieger halt nicht. Also beim Contorior, wie gesagt, geht es darum, möglichst viel Rüstung zu haben. Da haben die auch mal plus 30 Rüstung oder was. Halten natürlich so im Early Game, wenn sie Glück haben, halten sie durch bis zum Endgame, bis sie ihre starken Sachen spielen können. Da haben wir die Kriegsaxt. Ich weiß, ich freeze mich damit jetzt selbst, aber ich will die weghaben hier. Ich muss jetzt auch wirklich ein bisschen aufpassen, denn ich kriege relativ gut aufs Maul. Also die Quintessenz dessen ist, dass der Krieger keine so eine tolle Heldenfähigkeit hat, meiner Meinung nach. 2 Rüstungen ist halt so
toll. Wenn man nicht ohne das gewinnen kann, dann ist es sowieso vorbei. In den meisten Fällen. So. Ja, das sieht schon mal relativ schlecht aus. Ich habe keinen Taunt. Der muss weg. Der muss weg. Ich kann keine Kreatur spielen. Weil es sein kann, dass das Spiegelgestalt ist. Ich krieg so jetzt schon 8 Schaden, 9 Schaden rein. Ich wäre dann tot. Okay, GG. Ja, weil einfach auch, weil ich nicht zugehört habe und beziehungsweise nicht aufs Spiel geachtet habe und wahrscheinlich auch das Deck einfach schlecht ist, aber damit muss man rechnen. Ne, da kann ich es machen. Ich mache einen Selbstmord, einen taktischen Selbstmord. Für einen taktischen Rückzug. Nur etwas radikaler. Jo, wir steigen natürlich keine Stufe dadurch auch auf, aber das habe ich auch nicht erwartet. Spiel mal gegen den Priester. Ja, der Unterschied zwischen der Heldenfähigkeit des Priesters und des Kriegers ist ganz einfach. Habe ich ja eben schon angedeutet. Der Priester kann zwar sich selbst auch 2 heilen, sich also die Heldenfähigkeit auf sich selbst wirken, genauso wie der Krieger, aber er kann eben auch eine Kreatur auf dem Feld heilen zum Beispiel. Und dadurch kann es sein, dass diese Kreatur 2 Züge länger auf dem Feld bleibt und das ist sehr gut, weil sie dadurch deutlich mehr Schaden austeilen kann. Da haben wir den Steinhauer Eber, den setze ich direkt mal, das wird den Gegner bestimmt einschüchtern. Ems. Noch mehr Ansturmkreatur. Unbedingt. Okay, was spielt er? Ja, und hier zeigt sich jetzt der ganze Wert der feurigen Kriegsaxt. Wir hauen das Ding einfach weg. Also, er hat jetzt dafür seine Münze geopfert. Das Ding kostet ja 3 Mana und wir haben jetzt für den Einsatz von 2 Mana schon eine Kreatur, die zum Aufrufen 3 Mana gekostet hat, getötet. Und es kommt noch eine dazu wahrscheinlich. Und man muss sich vorstellen, wie wertvoll das ist. Deswegen, der größte Fehler, den ihr machen könnt, ist in so einer Situation einfach mit der Waffe immer stumpf face zu gehen, weil im Endeffekt bringt euch das nichts, wenn ihr auf dem Board immer vorne bleibt. Vor allen Dingen früh, und das könnt ihr durch eine feurige Kriegsaxt beispielsweise. Dann ist es egal, ob ihr 3 Schaden Face mehr gemacht habt. Ihr habt einfach die Board Control. Und dadurch macht ihr automatisch mehr Schaden. So wie wir das hier jetzt ganz gut sehen. Wir haben die absolute Board Control. Er spielt nur Holy Nova, das ist natürlich ärgerlich für uns. Dafür kann er in dem Zug nichts weiter machen und wir haben jetzt ein Ogre auf dem Feld. Tja. Was machst du nun, Priest? Gut, das kann man natürlich machen. Das ist richtig. Das ist auch ärgerlich, aber... Noch lebt er. Wir müssen den Sonnenbrunnen läutern. Nee, das ist Quatsch, wir spielen den. Tut dasselbe wie die Blutelfenklerikerin in diesem Fall, nur er ist viel größer und dadurch viel gefährlicher. Jo, und dadurch haben wir gewonnen. Wir müssen den Sonnenbrunnen läutern. Jo, das ging jetzt mal vergleichsweise schnell. Und zeigt eben, dass es auch funktionieren kann. Und das alles nur, weil wir im Prinzip mit der feurigen Kriegsaxt am Ende, am Anfang, total vorne waren. Die erste Karte, die wir mit dem Krieger freispielen, ist eine 2-Mana-Zauberkarte, fügt 2 zufälligen feindlichen Dienern 2 Schaden zu. Und sie heißt Spalten. Will ich gleich in mein Deck aufnehmen.
Dafür nehme ich auch gerne einmal die Kriegshymnen-Anführerin raus. Die ist nämlich absolut grottig. Heldenhafter Stoß nehme ich dafür auch einmal raus. Dann will ich als nächstes mal spielen gegen, wie wär's mit einem Schaman? Ich habe Thrall schon lange nicht mehr aufs Maul gegeben und Grom möchte das bestimmt. Garrosh. Garrosh Hellscream, der Sohn von Grom Hellscream. Garrosh gegen hat ein sehr schwieriges Verhältnis zu Thrall. Eure Zeit ist gekommen. Sieg oder Tod. Mal die beiden raus. Ist okay. Ich habe ja noch die Münze. Und eine Ansturmkreatur. Ihr könnt nicht vorbei. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich habe im Prinzip verloren. Das ist schon besser. Die feurige Kriegsaxt. Werde ich aber jetzt noch nicht einsetzen, gleich erst. Das ist natürlich blöd. Sehr blöd. War zwar ein Missplay von ihm, aber trotzdem sehr blöd. Ich könnte die Axt anlegen. Hätte ich auch mal machen sollen. Ja, das war ein klassisches Missplay. Ich habe eben nicht bedacht, dass ich ja vorher den Schildwächter da weghauen muss. Und dann mein Murloc weg ist. Oh Mann, der Staubteufel. Eine 1-Mana-3-1-Kreatur, die Windzorn hat, aber Überladung 2. Das ist unser Glück an der Geschichte. Das wird darauf hinauslaufen, dass ich das mache.